werden sie China den Stecker ziehen, indem sie die Zinsen anheben. Wir stehen vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Seht zu, dass ihr jeden Euro, den ihr irgendwo sparen könnt, zur Seite packt auf die 8-9% Inflation im Jahr jetzt. Und vorher darfst du dein Pulver nicht verschießen, weil du hast nur wenige Patronen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist bekannt geworden als Mr. Dax, ist mehrfacher Bestsellerautor, Chef von Cashkurs und er hat auch einen eigenen Fonds. Herzlich willkommen, Dirk Müller. Hallo Mario, grüße dich. Servus Dirk, schön, dass du da bist und wir wollen gleich mal in die Vollen reingehen in diesen turbulenten Zeiten. Stichwort Blackout. Ja, vor Jahren war das noch, wurde das gerne als düstere Spinnerei abgetan. Mittlerweile waren schon sehr viele davor, auch die Tagesschau, auch sehr viele Politiker. Hast du dich schon konkret vorbereitet? Ja, natürlich. Ich meine, wer sich auf so eine Situation nicht vorbereitet, das ist fast schon sträflich. Hoffentlich kommt es am Ende nicht. Wir brauchen die Vorbereitungen auch nicht. Aber wenn man schon absehen kann, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für so etwas besteht, dann sollte man sich auch vorbereiten. Das gilt fürs Private natürlich, aber auch fürs Berufliche. Ich kann es mir nicht erlauben, dass ich hier längere Ausfälle habe. Und von daher haben wir also hier ein paar tausend Liter Flüssiggas vergraben und entsprechend auch ein Notstromaggregat dazu, das sich dann automatisch zuschaltet. Also wir kommen hier zur Not auch ein paar Wochen durch. Dazu Satelliten, Internet und was man sonst alles heute braucht. Also es ist möglich, aber natürlich aufwendig für einen Privatmann. Der muss natürlich ein bisschen weniger Gas geben, was das Wort ist, ein bisschen weniger, aber trotzdem einiges tun. Aber gerade als Firma, wenn man verantwortungsvoll agieren will, muss man eben sich ein bisschen was einfallen lassen. Ja, da hast du dir schon einiges einfallen lassen. Es ist ja auch gerade einiges los, also Sabotage und Co. Wie groß schätzt du das Risiko gerade ein? Also wir hatten jetzt erst den Zwischenfall bei Nord Stream, jetzt dann die Berichte über die Deutsche Bahn, dass da auch sabotiert wurde. Jetzt gestern Cyberattacken angeblich aus Russland auf US-Flughäfen. Also geht das gerade erst richtig los aus deiner Sicht? Ja, davon muss man ausgehen, dass es gerade erst richtig losgeht. Wir haben ja hier verschiedene Felder, die ineinander spielen. Zum einen haben wir die Energiekrise. So, das ist erstmal auch unsere Entscheidung zu sagen, wir wollen das Gas nicht. Ne? Gut, jetzt ist die Großteil der Pipelines weg, jetzt hat sich das erledigt, aber wir haben gesagt, wir wollen das Gas. Das ist erstmal unsere Entscheidung. Der Krieg kommt add-on dazu. Also jetzt Anschläge auf unsere Pipelines, auf unsere Infrastruktur, das hatten wir bisher nicht. Bisher waren wir schon so in größten Problemen, aber jetzt kommen eben auch natürlich auch noch konkrete Maßnahmen dazu und unser Energienetz in Deutschland ist dermaßen fragil und so leicht zu sabotieren. Ich hatte neulich das Gespräch mit einem Spezialisten, der sagte, gib mir 10 Leute und ein bisschen Kleingeld für den Baumarkt und ich löse euch europaweit einen Blackout aus. Also das ist, wer die Fachkenntnis hat, für den ist es überhaupt kein Problem, hier in Deutschland und in Europa eine energiepolitische Katastrophe anzurichten. Und wir hatten die Probleme schon, als es ja nur auf der wirtschaftlichen, rein fachlichen Ebene ging, gar nicht mal um wirklich aggressive terroristische oder militärische Aktionen, sondern schon allein auf ganz normalem Wege hatten wir schon die Probleme und konnten absehen, dass es ein harter Winter wird. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Situation werden, die wir in den nächsten Monaten erleben. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, das österreichische Bundesheer schätzt die Wahrscheinlichkeit für nahe 100% für größere Blackouts innerhalb Europas ein. Und Blackouts heißt ja in dem Fall 3 Tage plus X. Über Deutschland, Europa wollen wir gleich noch genauer sprechen. Jetzt ganz kurz zum Stichwort Blackout. Da hast du ja auch was Spannendes geplant bei deinem Anlegerkongress bald am 29. Oktober. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz updaten, was du davor hast. Ja, wir machen ja alljährlich unseren Anlegerkongress. Der musste Corona-bedingt leider ausfallen. Deshalb sind wir diesmal sicherheitshalber auch auf die virtuelle Variante gegangen. Und da kann sich auch jeder mit aufklinken. Das wird, glaube ich, sehr interessant werden. Einerseits natürlich ganz aktuell zu den Märkten. Wo stehen wir? Was kommt auf uns zu? Wie sind die Zusammenhänge? Was ist für die Märkte zu erwarten? Wie kommt man hier bestmöglich durch? Aber eben auch darüber hinaus. Und da werden wir tatsächlich einen Spezialisten haben, der sich mit diesen Energiethemen extrem gut auskennt, der uns ausführlich informiert. Wo kommen überhaupt die Risiken her, wie funktioniert unser Energienetz, wie kommt es zu Lastschwankungen, wie kommt es zu möglichen Brownouts oder Blackouts, wo sind die Unterschiede, wie wahrscheinlich ist das, was sind die Folgen von einem solchen Event und vor allem, was kann man selbst tun, was muss man jetzt noch tun, um sich darauf vorzubereiten und da bleibt nicht mehr viel Zeit zu. Aber es soll eben auch nicht nur die negativen Sachen sein, denn ich glaube, was wir momentan in Vorbereitung vor allem brauchen, ist ein vernünftiges Mindset, also uns gedanklich darauf vorzubereiten und uns nicht zu sehr verrückt zu machen. Mit ruhigem,
sich vorbereiten, die Risiken ernst nehmen, aber mit einem ruhigen Kopf daran gehen, mit guter Überlegung einen Plan, den man vorher macht. Und deshalb haben wir Rolf Dobelli eingeladen. Das ist ein Bestseller-Autor aus der Schweiz. Viele kennen ihn vielleicht von Die Kunst des guten Lebens oder Die Kunst des digitalen Lebens etc. Und er wird uns zeigen, wie man also durch diesen Wahnsinn hier mental gut durchkommt, wie man die richtige Balance hält zwischen sich Informationen beschaffen, die man braucht, sich aber nicht zu sehr verrückt zu machen mit zu viel unnötigen Informationen und vielen Dingen mehr. Also da freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Naja, und für den Humorteil, Lisa Fitz wird dann auch wieder mit dem Florett durch den politischen Wahnsinn, durch das politische Narrenschiff gehen. Also ich glaube, es wird eine ganz runde Veranstaltung. Und spannende Sache. Ich glaube, diesen Wahnsinn kannst du am Ende auch nur mit viel Humor ertragen. Also ernst auf die Themen, sich vorbereiten und dann aber den Humor nicht verlieren. Ich glaube, die Mischung macht's heute. Spannende Sache. Wer dabei sein will, Link zu den Tickets unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir aber sofort zur Börse, Dirk. Das ist ja natürlich unser Hauptthema heute auch. Wie stark bist du denn momentan abgesichert in dieser durchaus turbulenten Lage? Ja, in dieser Phase hier alles unter 100% ist ja fast nicht zu verantworten. Nein, wir sind extrem abgesichert, aber wir sind im Moment extrem schnell auch in der Anpassung. Also in dem Moment, wo es hier oben geht, machen wir auch sehr, sehr schnell auf, sehr automatisiert. Wir hatten in den letzten Jahren ja immer wieder die berechtigte Kritik gehabt, dass wir zu langsam aufmachen, dass wir nach oben nicht dabei waren, dass wir da zu pessimistisch waren. Meine Aussage war immer, Freunde, das, auf was ich warte, war noch nicht da. Das, auf was wir warten, für was dieser Fonds gebaut ist, ist diese Situation, steigende US-Zinsen, größte Wirtschaftskrise aller Zeiten und die Konsequenzen daraus. Genau das erleben wir jetzt. Jetzt passiert genau das, was wir befürchtet hatten. Und deshalb haben wir unser System auch umgestellt von einer sehr restriktiven und sehr aggressiven Absicherung auf eine sehr flexible Absicherung. Das heißt, wir können jetzt innerhalb von kürzester Zeit, von wenigen Tagen, bis zu voll in den Markt reingehen. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Kein Mensch kann dir sagen, was die nächsten Monate bringen. Also höre ich da schon raus, du warst selber zuletzt nicht ganz so zufrieden mit der Performance. Na gut, das kann es ja nicht sein. Also wir waren die Krisen haben wir sehr, sehr gut gemeistert. Wir haben 2018 im fallenden Markt zugelegt, haben damals den goldenen Bullen bekommen als bester deutscher Fonds mit internationaler Ausrichtung. Wir haben in 2020 den Crash sehr gut gemeistert, auch da leicht zugelegt. Aber ganz klar, wir haben dann den Aufschwung nicht mitgemacht und die Absicherung, die wir damals genutzt haben, die war für diese Zeit auch schwer zu handeln und von da haben wir sogar leicht verloren. Und dass man dafür natürlich Kritik bekommt, zu sagen, warte mal, der Markt fliegt ja nach oben weg, ihr seid nicht dabei, sondern bröselt sogar leicht runter, das ist mehr als berechtigt, gar keine Frage. Mhm. War aber, wie gesagt, wir hatten gute Gründe, warum wir so entschieden haben, auch wenn man sagen muss, im Rückblick hätte man vielleicht ein bisschen aggressiver dran gehen müssen. Aber wie gesagt, es war nicht die Zeit, für die wir uns vorbereitet hatten, auf die wir gewartet haben, sondern gesagt, das ist es noch nicht, das sind Vorbeben, the big one kommt erst noch. Und genau das, was jetzt passiert, hatte ich angekündigt, hatte ich 2018 im Buch angekündigt, hatte ich in allen Vorträgen der vergangenen Jahre angekündigt, genau mit diesen Abläufen, nicht mit dem Virus und nicht mit dem Krieg, aber mit den wirtschaftlichen Abläufen, die derzeit passieren. Und genau das passiert jetzt. Und darauf sind wir vorbereitet. Für die Situation haben wir eine andere Strategie, die sehr viel automatischer funktioniert, wo es nicht mehr die Entscheidung ist, ich mache auf oder nicht, sondern diese Strategie passt sich sehr opportunistisch an den Markt an, dreht sehr schnell in den Markt rein oder in die Absicherung rein. Und das funktioniert, wie wir derzeit sehen, sehr, sehr gut. Wir haben in diesem Jahr sehr, wie ich finde, ganz stabil gestanden. Jetzt der Markt hat über 30% verloren, 33%. Wenn man die Technologiewerte anschaut, wir sind bei -3%. Also ganz ein Tagesgeld wirst du hier nicht haben, sondern es geht hier um die Stabilisierung. Wir legen in den letzten Tagen im fallenden Markt sogar wieder leicht zu, so wie wir es 2020 auch schon gesehen haben. Aber die entscheidende Phase kommt, wo ist der Tiefpunkt, um dann schnell nach oben zu reagieren, denn dann wird es sehr schnell und sehr steil werden. Okay, jetzt muss ich nochmal ganz kurz kritisch nachfragen, bevor wir gleich zu The Big One kommen. Ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut, also ein bisschen Kritik muss ja sein, du hast es ja selber schon angedeutet, weil im Corona-Crash, weiß ich noch, da haben wir damals ja gesprochen und da hat die Absicherung ja wirklich super funktioniert. Da ist ja dein Fonds quasi oben rausgeschossen. Zuletzt, also was man sagen muss, klar, es ist in gewisser Weise deutlich stabiler als der Markt natürlich, aber trotzdem Benchmark seit Jahresbeginn ist zum Beispiel der MSCI World, besser gelaufen, also nicht seit Jahresbeginn, sondern seit einem Jahr ist der MSCI World besser und auch der MSCI World Value und auch seit Jahresbeginn ist sogar der MSCI World Value besser. Also das muss schon besser werden, oder?
Also Jahresbeginn MSCI World besser als wir, das würde ich ausschließen. Das musst du dir nochmal genau anschauen, das kann nicht der Fall sein. Gut, dann ist vielleicht mit Euro-Dollar vielleicht die Verzerrung da noch drin. Kann ich dir nicht sagen, wenn du das MSCI World anschaust, das kann nicht sein. Wie gesagt, S&P ist minus 25%, Nasdaq minus 30%, die DAX ähnliche Größenordnung. Ich hole mir MSCI gleich nochmal raus, aber wie gesagt, bei mir bei minus 3% seit Jahresanfang. Nein, kann nicht sein. Okay, also aber Value-Aktien sind ja zuletzt schon gut gelaufen. Also gut, also das ist schon dann der Anspruch in Zukunft da, besser zu sein. Du, das ist gar keine Frage. Also nochmal, bei aller berechtigten Kritik, das, was wir im 2020/21 gesehen haben, dass wir hier nach oben überhaupt nicht dabei waren, sondern leicht verloren haben, das ist nicht okay. Ja, das hätten wir besser machen müssen, hätten wir auch besser umsetzen müssen, definitiv. Ja, da waren wir schlichtweg zu skeptisch. Hintergrund ist ganz einfach. Wir mussten manuell aufmachen. Wir haben eine Absicherungsstrategie in jener Zeit gefahren, die man manuell steuern muss. Und die nicht automatisch sich anpasst. Einfach für die, die sich besser auskennen, wir haben ausschließlich über Futures gearbeitet, nicht über Optionen, weil über einen langen Zeitraum diese Absicherung über die Option zu teuer ist. In einem kurzen Event, ja, geht das über einen langen Zeitraum und wir mussten ja über viele Jahre bisher absichern, waren die Optionen zu teuer. Also wir hatten es damals mit Futures abgesichert, weil wir sagten, das ist noch nicht das, auf was wir warten. Mhm. Und die Futures haben das Problem, dass sie sehr digital sind. Entweder bist du abgesichert oder bist nicht abgesichert und du musst manuell entscheiden. Jetzt kann es passieren, dass du am Donnerstag aufmachst, am Freitag bist du offen, dann bist du übers Wochenende voll im Risiko. Am Montag macht der Markt 7% tiefer auf und du bekommst die 7% voll aufs Buch geschlagen. So, das war in der Zeit, direkt nach dem Crash 2020, waren die Märkte nach oben gelaufen, aber unter sehr hohen Schwankungen. Unter 5, 6, 7% am Tag hoch oder runter. Das heißt, da konnte ich schlichtweg nicht aufmachen, weil ich sage, das zieht erst nur nach einer Gegenbewegung aus und dazu extrem hohe Schwankungen, die mich dann über Nacht oder übers Wochenende einem großen Risiko aussetzen. Dann unter diesen Schwankungen ging es steil nach oben und dann haben wir nicht aufgemacht, sondern jetzt ist so weit gelaufen, wenn du jetzt hier am höchsten Punkt aufmachst, ja, das wäre ja saublöd. Nein, wäre es nicht gewesen, im Nachgang wäre es genau richtig gewesen, irgendwann aufzumachen, egal wie hoch, aber wir kamen schlichtweg nicht mehr in den Markt rein. Das ist das Problem der manuellen Entscheidung, wo machst du jetzt auf? Und deshalb auch ganz klar, und das war im Vorfeld in den letzten Jahren schon die Planung, für diese Situation auf eine Optionsabsicherung zu gehen, bei der nicht diese manuelle Entscheidung im Vordergrund steht, sondern die ganz automatisch, auch übers Wochenende, auch über Nacht, diese Anpassung automatisch kommt. Und deshalb sage ich, dass das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, nach unten stark, nach oben aber nicht dabei, diesmal nicht passiert, sondern nach unten stabil, ja, aber nach oben durchaus, und zwar sehr schnell dabei, die Kosten dafür tragen wir, beziehungsweise in der jetzigen Situation lassen die sich sogar ganz gut verdienen. Also Chapeau schon mal für die Selbstkritik, dass du sagst, das muss besser werden und dass ihr da auch was geändert habt. Also dann belassen wir es mal dabei. Jetzt ist, glaube ich, die spannende Frage, was viele sich da immer fragen. Also du hast ja auch da einiges auf die Mütze bekommen, durchaus, du hast ja gerade gesagt, berechtigte Kritik. Was die Leute vielleicht manchmal nicht so verstehen, wie du es gerade gesagt hast, wenn es dann runtergeht, das ist ja immer die Timing-Frage. Also in der Theorie ist es ja quasi immer, da träumen wir alle davon, quasi wir gehen raus oder sichern ab und dann steigen wir unten wieder ein. Die Frage ist ja dann, wie treffe ich das? Und die Frage ist ja, wann gehe ich rein? Denn jetzt nehmen wir mal an, der Markt fällt jetzt nochmal um 20-30%. Er kann ja auch um 50, 60, 70, 80 oder 90 fallen. Also das Problem ist ja nie, ich weiß ja nie, wann der Boden da ist. Und wie handelst du das? Also ganz einfach, wir machen das bei uns jetzt in diesem Fall über die Optionen auf die einzelnen Aktien. Futures, auch das war das Problem, was uns bei der Absicherung Probleme bereitet hat. Die Futures gibt es nicht auf einzelne Aktien, sondern nur auf den Gesamtmarkt. Das heißt, ich kann dann nur auf den gesamten S&P, nur auf den gesamten Nasdaq absichern, aber nicht die einzelne Aktie. Jetzt hast du eine Situation, du hast auf den Gesamtmarkt abgesichert und ein Segment, beispielsweise die Banken, fliegen steil durch die Decke. Wir haben bewusst keine Banken, weil wir aus der Vergangenheit wissen, dass die in Krisensituationen besonders problematisch sind. Jetzt fliegen nur die Banken, reißt den Markt nach oben, der Index geht nach oben, aber deine eigentlichen Aktien nicht so stark. Und schon hast du ein Problem, weil die Absicherung dich zu viel Geld kostet und dir deine Aktien das gar nicht so sehr verdienen. Das sind Probleme in der Aussteuerung mit Futures. Wir haben jetzt die Optionen auf die einzelnen Aktien. Das heißt, jede einzelne Aktie ist für sich abgesichert und zwar entsprechend ihrer aktuellen Situation im Markt. In dem Moment, wo die Aktie dreht, nach oben geht, geht automatisch über Nacht, während es passiert, übers Wochenende, die Absicherung dieser Aktie durch die Option nach unten. Und ich habe einen immer größeren Anteil, an dem ich nach oben offen und dabei bin.
Und das führt dazu, dass egal, was die Aktie macht, geht es, je weiter sie fällt, umso stärker wird ganz automatisch durch diese Funktion der Option ihre Absicherung. Und je weiter sie nach oben geht, umso geringer wird ihre Absicherung. Das passiert ganz automatisiert. Mhm. Also da musst du nichts manuell entscheiden. Klar, wir haben noch vieles, wo wir feinsteuern müssen, aber oder was wir auch feinsteuern, aber der Wesentliche, die großen Bewegungen gehen automatisch. Und daher ist es mir dann egal, was der Markt macht. Wir hängen uns an den Markt dran und lassen den Markt entscheiden, was passiert. Und nicht wir sagen, oh, jetzt ist unten, jetzt ist oben, sondern wenn es dreht, dreht es. Punkt. Mhm. Und das ist genau richtig, wie du sagst. Wir können nicht sagen, wann der Fall sein wird. Der Hintergrund, die großen Risiken, die wir jetzt sehen, oder der ganze Wahnsinn, der jetzt wirtschaftlich passiert, wird aus einem einzigen Grund ausgelöst. Steigende US-Zinsen. Punkt. Alles andere sind Nebeneffekte, sind Sidekicks, aber der eigentliche Punkt, und das war immer meine Aussage, letzten Jahre war, wir erleben die größte Wirtschaftskrise der Weltgeschichte und steigende US-Zinsen werden sie auslösen. Auch einen Einbruch der chinesischen Immobilienmärkte, der chinesischen Wirtschaftsblase wird durch die amerikanischen Zinsanstiege ausgelöst. Und genau das passiert jetzt, nachdem wir jetzt über viele, viele Jahre niedrige und sinkende US-Zinsen gesehen haben und Quantitative Easing, billiges Geld, was von den Notenbanken bereitgestellt wurde, vor allem der US-Notenbank. Das dreht sich jetzt innerhalb von kürzester Zeit um. Nicht nur fehlt jetzt das billige Geld der Notenbank, sondern die machen eine Vollbremse. Das ist, als wenn man bei voller Fahrt dem Fahrrad den Stock in die Speichen steckt, was hier passiert. Und diese extrem steigenden US-Zinsen bringen die gesamte Weltwirtschaft und die Weltfinanzmärkte in größte Schwierigkeiten auf Bereichen, auf die schaut man oftmals gar nicht. Wir haben gerade gesehen, dass vor 2 Wochen die Bank of England aus diesem Grund heraus plötzlich Notmaßnahmen machen musste, weil ihnen sonst 48 Stunden später ihr Finanzsystem um die Ohren geflogen wäre. Wir sehen, wie die steigenden US-Zinsen den Dollar hochziehen und die Schwellenländer in größte Schwierigkeiten bringen, die ja in aller Regel in US-Dollar verschuldet sind. Wir sehen, dass die steigenden US-Zinsen dazu führen, dass das Geld, was über Jahrzehnte aus den USA nach China geflossen ist. Man hat Geld für 1% in den USA aufgenommen und in einem zweistelligen Wachstum in China investiert, ein Free Lunch. Aber in dem Augenblick, wo plötzlich die US-Zinsen, die sicheren Staatsanleihen, bei 4% stehen und gleichzeitig in China Nullwachstum besteht oder sogar Risiko und Schrumpfung besteht, gibt es keinen Grund mehr, das zu tun. Im Gegenteil, jeder Investor, der halbwegs bei Sinnen ist, sieht zu, dass sein Geld aus China wieder abzieht und nach Hause holt in die USA. Und das bringt in China größte Schwierigkeiten, weil Chinas Aufstieg ganz wesentlich von diesen zuschießenden Investorengeldern der USA abhängig waren. Und so geht das weiter und weiter. Pensionskassen, Versicherungen, die steigenden US-Zinsen bringen alles in größte Schwierigkeiten. Die Immobilienmärkte, die Kreditkartenschulden in den USA, die Automobilkredite. Man kann beliebig jetzt diese Sache weiterführen. Und jetzt, diese steigenden Zinsen sind eine Katastrophe. Das bedeutet aber, die Weltwirtschaft wird so weiter unter Druck bleiben, die Probleme sich vergrößern. Überall werden weitere Bomben hochgehen, plötzlich, an die man gar nicht denkt, die Märkte wieder und wieder unter Druck bringen. Immer wieder wird es die Hoffnung geben, aber jetzt wird doch die Notenbank weich werden. Jetzt wird sie doch auch sehen, was sie da anstellen. Und jetzt wird sie doch die Zinsen wieder senken. Und immer wenn das kommt, dann gehen die Märkte plötzlich wieder nach oben. Aber glaubst du, dass das kommt? Also das ist jetzt die entscheidende Frage. Das fragen sich ja gerade alle. Zieht die Fed das jetzt durch? Also Inflation, klar. Da spielen die Märkte ja, dass die Inflation zumindest runterkommen wird, zumindest in den USA, Deutschland, Europa ist natürlich wieder ein anderes Bild. Also glaubst du, dass die Notenbank dann schnell umkippt oder dass es ja bald das Finanzsystem kippt, dass die Notenbank eingreifen muss oder bleibt die Fed hart? Was ist da dein Gefühl? Meine Erwartung ist, dass die Fed in sehr kurzer Zeit erste Steuerungsmaßnahmen machen wird, um den amerikanischen Finanzmarkt zu stabilisieren. Denn die kriegen gerade große Probleme an den Staatsanleihenmärkten durch die Pensionskassen. Ich habe es gerade angesprochen, ohne das zu kompliziert zu machen. Da geht es um Swap-Geschäfte, um Tauschgeschäfte zwischen Zinslaufzeiten oder Anleihlaufzeiten. Und hier sehen wir, dass die momentan in größte Schwierigkeiten kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die amerikanische Notenbank in Bälde eingreifen wird mit dem schon fast berüchtigten Twister, also dass sie anfangen wird, amerikanische 10-jährige Staatsanleihen zu kaufen und dagegen kurzfristige zu verkaufen. Also es könnte passieren, dass hier etwas passiert, dass sie im Markt eingreift, aber sie wird weiter die Zinsen anheben und sie wird weiter per Saldo ihre Bilanz eher abbauen. Mhm. Und viele, die darauf hoffen, dass die Notenbank, das wird die doch nicht tun, die wird doch keine Rezession zulassen. Doch, das lässt sie zu. Und ich sage auch,
auch, es geht überhaupt nicht in vordergründiger Linie um die Inflation. Das ist natürlich das, was man da draußen sagt. Aber wenn man sich anschaut, das, was die Notenbank tut, hat gar keinen direkten Einfluss auf die Inflation. Die Inflation kommt aus Bereichen, die ich mit den Zinsanhebungen überhaupt nicht beeinflussen kann. Das ist ja der Wahnsinn. Der Immobiliensektor in den USA, die langfristigen Wirtschaftsgüter, deren Situation war vor Monaten schon katastrophal. Und zwar so schlecht wie seit den 60er Jahren nicht. Das heißt, die Zinsanhebungen wirken vor allem auf diese Bereiche der langfristigen Güter, aber sie lösen das kurzfristige Problem nicht. Das heißt, die Zinsanhebungen lösen gar nicht dauerhaft oder auf aktuelle Sicht den Inflationsanstieg. Sondern? Das Problem oder warum die amerikanische Notenbank aus meiner Sicht das hier tut, und das ist das, was viele, die nur auf die Wirtschaft schauen, nicht verstehen, wenn man mit Leuten spricht, die politisch geostrategisch denken, auch im professionellen Segment, die haben da eine ganz andere Sicht drauf. Denn da gibt es ein ganz anderes Problem, jenseits der Wirtschaft, ob die Zinsen steigen, die Inflation hoch ist. Wir haben China. Und China ist drauf und dran, Amerika die Weltherrschaft abzunehmen. Das haben die gesagt, das werden wir tun. Wir sind so stark. Und viele haben ja gesagt, na, Amerikas Zeitalter ist fertig. Die Chinesen übernehmen jetzt. Jetzt kommt das chinesische Zeitalter. Und meine Aussage der letzten Jahre war, unterschätzt mir die Amerikaner nicht. Die Amerikaner werden nicht so blöd sein, sich zuzuschauen, wie die Chinesen mal eben an ihnen vorbeiziehen und sagen, naja, haben wir 100 Jahre die Welt beherrscht, das dürfen die Chinesen auch mal, ist ja nur fair. Das wird nicht passieren. Also meine Aussage in den vergangenen Jahren war immer die gleiche. An irgendeinem Punkt, wo die Amerikaner es für geeignet erachten, werden sie China den Stecker ziehen, indem sie die Zinsen anheben. Das heißt, das, was ich früher gesagt habe, deckt sich mit dem, was jetzt passiert und nicht, weil das Hellsichtigkeit ist, sondern weil es der normale Ablauf ist, den die Amerikaner im Übrigen in den 80er Jahren in Japan schon genauso durchgezogen haben. Das heißt, die haben gewartet, bis Chinas Blase am größten und am fragilsten ist. Die chinesische Immobilien- und Wirtschaftsblase war schon in dem vergangenen Jahr in größten Schwierigkeiten. Das war schon an seinem Kipppunkt. Und das war der ideale Zeitpunkt, um jetzt die Zinsen massiv nach oben zu ziehen und damit dieser chinesischen Blase zusätzlich die Luft abzusaugen. Und die Konsequenz wird sein, dass China jetzt, das ist ein Riesentanker, das dauert ein paar Monate, das passiert nicht innerhalb von ein paar Wochen, das dauert Monate oder vielleicht auch ein bis zwei Jahre, bis China, der Riese, nicht nur wankt, sondern kippt. Und in dem Moment, wo der das Gleichgewicht verliert und auch nicht mehr halten kann, wird der Moment sein, wo die amerikanische Notenbank sagt, Full Stop, 180 Grad Wende, Zinssenkungen, billiges Geld, um die eigene Wirtschaft in dieser schlechten Situation für China und die Weltwirtschaft zu stabilisieren und zu unterstützen. Und Amerikas Wirtschaft wird von dieser Situation brutal profitieren, so wie sie jetzt profitieren, von den hohen Energiepreisen in Europa. Wer profitiert? Die USA. Von den weltweiten hohen Nahrungsmittelpreisen. Wer profitiert davon jetzt? Der große Lebensmittelexporteur, die USA. Wenn in Deutschland die Lichter ausgehen, wo gehen die Unternehmen hin, die hier weggehen? In die USA, etc. pp. Von dem Krieg in der Ukraine. Welche Rüstungsfirmen profitieren davon? Die amerikanischen. Egal, was momentan passiert, die Amerikaner machen aus ihrer Sicht sehr, sehr vieles richtig. Darf man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Die sind einfach sehr smart in dem, was sie tun. Dass wir manchmal zu blöd sind oder einfach die Möglichkeiten nicht haben, kann man sich aussuchen. Aber die Amerikaner aus ihrer Sicht machen vieles richtig und das wird in den nächsten Monaten nicht anders sein. Das heißt, die amerikanische Notenbank wird die Zinsen erst dann senken, wenn Mission accomplished ist, nämlich das Problem China gelöst ist. Aber wie gesagt, wer nur auf die Wirtschaft schaut, der versteht das nicht. Das würden die nie machen. Da haben die doch selbst eine Rezession. Das ist doch nicht gut für die amerikanische Wirtschaft. Aber man muss militärisch denken und sagen, in jedem Krieg weiß ich, dass ich Verluste erleiden werde. Ich wäge immer ab, welche Verluste habe ich auf der eigenen Seite, welche Gewinne erziele ich auf der anderen Seite und dann entscheide ich, was ich tue. Und in einer solchen Situation, wenn ich China als Konkurrent auf die nächsten Jahrzehnte ausschalten will und mich an Position 1 halten will, dann ist mir das einen sehr hohen Preis wert. Und wenn man es geschickt aufzieht, kann man am Ende davon ja sogar sehr, sehr vorteilhaft hervorgehen. Dann müsstest du ja eigentlich Short China sein und Long USA, oder? Wenn ich das jetzt sozusagen. Würde ich solche Geschäfte machen, dann wäre das genau der Fall. Ja, du könntest auch Short Europa sein und Long USA. Hauptsache du bist Long USA. Zumindest im Verhältnis zu den anderen, da hast du recht. Ja. Vielleicht kannst du noch mal ganz, ganz kurz, weil sich vielleicht manche Zuschauer fragen, warum sind denn jetzt die hohen US-Zinsen für die Chinesen so gefährlich? Vielleicht ganz kurz das erklären, warum du da quasi. Warum du dieses Szenario für so wahrscheinlich hältst? Ein ganz wesentlicher Punkt, den hatte ich vorhin schon angesprochen, dass in den vergangenen Jahren hat man Geld aufgenommen für
roundabout 1% Zinsen in den USA, hat das nach China transferiert, dort investiert, egal ob in Aktien, in Immobilien, in egal was. Ich hatte zweistelliges Wachstum. 1% Zinsen zahle ich, zweistelliges Gewinn bekomme ich. Das ist ein Free Lunch, das ist ein super Geschäft, das mache ich. Mehr und mehr und mehr. Ich nehme Kredit auf, rüber. Das ist ein ständiges Pumpen von Geld nach China. Dadurch geht in China eine Blase hoch. Klar, die Story war gut. 1 Milliarde Menschen wollen zu unserem Standard aufschließen. Die können das auch. Die haben die Rahmenbedingungen dafür. Es stimmt da die ganze Story. Aber jede Story kannst du natürlich im Goldrausch auch zu hoch aufpumpen. Der Goldrausch in Alaska war berechtigt, aber trotzdem sind so viele Leute hingeströmt. So viel hat das Ding auch nicht hergegeben. Am Ende sind viele pleite zurückgekommen. In einem Goldrausch wie in China, unglaublich viele Glücksritter werden angezogen, ganz viele investieren, dort eine Riesenblase entsteht und egal in was ich investiert habe, wie wir alle kennen, die Geschichten von Geisterstädten, von Autobahnen, die ins Nirgendwo führen. Klar, auch viele tolle Sachen, die funktionieren, aber unglaublich viel Wildwuchs, viel Korruption, Vetternwirtschaft. Also es ist ein Wahnsinn, wenn man da hinter die Kulissen schaut in China. Aber in einem Boom, wenn alle nur diesen Schneeball sehen, dieses Schneeballsystem sehen, funktioniert alles. Aber klar, irgendwann muss sich das bereinigen und irgendwann ist diese Blase so groß, dass gar nicht mehr so viel Geld nachschieben kann, dass die weiter in dem Tempo wächst. Also fängt sie an, langsamer zu wachsen oder irgendwann stillzustehen. Nur dann sagt jeder, warum soll ich da noch Geld hinschießen? Ich nehme hier für 1% auf, habe da kein Wachstum mehr, das macht keinen Sinn mehr. Erst recht nicht, wenn jetzt die Amerikaner die Zinsen anheben und sagen, hier kostet es sich nicht 1%, sondern 5% und da drüben hast du immer noch kein Wachstum. Ja, dann mache ich da Verlust, wenn ich das weiter tun würde. Und ich muss im Gegenteil das, was ich die letzten 30 Jahre getan habe, das Geld wieder zurückholen, dort verkaufen, wieder zurückholen. Wenn ich dort aber verkaufe in China, gehen dort die Preise runter. Die Immobilienpreise kommen weiter unter Druck, die Aktienkurse kommen weiter unter Druck, die Beteiligungen. So, das heißt, Chinas Wirtschaft kommt massiv unter Druck. Das hat natürlich innenpolitische Auswirkungen, das hat Revolutionspotenzial. Was kann China also dagegen tun? Die sagen, oh, Moment mal, wir müssen was gegen machen. Ja. Sie könnten die Binnenwirtschaft stärken. Ja. Dazu müssten sie aber bei sich die Zinsen senken, um die Binnenkonjunktur hochzufahren. Wenn sie aber die Zinsen senken, dann wird ihre heimische Währung noch schwächer und es wird noch schneller Kapital nach Amerika zurückgeführt, weil die Zinsen ja noch niedriger sind in China und während sie in den USA steigen. Das heißt, dieses Abziehen von Kapital wird noch schneller passieren, in der Hoffnung, dass man damit genug Pulver schafft, um im Inland die Konjunktur hochzuziehen. Ja. Ob das gelingt, vollkommen offen. Man kann natürlich versuchen, Kapitalverkehrskontrollen zu errichten. Okay, es darf niemand mehr Geld außer Landes bringen. Wird aber dazu führen, dass erst recht auch keiner mehr Geld nach China bringen wird. Also man macht sich diese Tür auch zu. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder China sagt, wir müssen unsere Währung stabilisieren und wir müssen das Geld aus dem Ausland wieder anziehen. Dann müssen wir die Zinsen anheben, damit die Währung stabilisiert wird, damit wieder Geld aus Amerika rückkommt. Wir müssen noch höher anziehen als die Amerikaner. Ja, aber damit wirke ich natürlich meine Baukonjunktur brutalst ab, die eh schon am Kippen ist. Kurzum, China hat ein Problem. Wobei man sagen muss, wir sind in einer Zwickmühle, aus der sie momentan nicht sauber raus. Wobei man sagen muss, China hat sich ja jetzt vielleicht ja auch in gewisser Weise gezwungenermaßen zumindest schon auf diesem Pfad begeben, sich ein bisschen unabhängiger von der Welt zu machen. Sind dann am Ende vielleicht sogar wir die noch größeren Verlierer, weil wir müssen ja oder wir verkaufen ja sehr viel nach China. Wenn die weniger kaufen würden, dann, Autobauer und bei uns könnte ein Problemchen sein, oder? Das ist ein ganz großes Problem. Während Amerika durchaus in der Lage ist, China zu kippen, selbst natürlich auch Schäden dadurch zu erleiden, aber das auch ganz wesentlich kompensieren kann, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben, ihre eigene Wirtschaft zu unterstützen. Europa hat genau das nicht. Wir sind doppelt der Mops. Die Amerikaner sagen sich, Moment mal, das, was wir an Unterstützung brauchen, ziehen wir auch aus Europa ab. Wenn wir jetzt sehen, dass wir hohe Energiepreise haben, in Amerika kosten sie nur ein Fünftel, ein Achtel, ein Zehntel der Gaspreis von dem, was wir hier bezahlen, dann ist das nichts anderes als eine massive Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft. Wenn ein Düngemittelhersteller wie Mosaic in Nordamerika mit einem Fünftel des Gaspreises operiert wie Düngemittelhersteller in Europa, dann ist das eine massive Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft. Das heißt, man kann sagen, die Probleme, die man momentan erzeugt, um China zu kippen, das refinanziert man sich durch die Europäer, wenn man so möchte. Dort holt man sich das Geld, was man braucht, um die amerikanische Wirtschaft zu stützen. Ja, mit auch der Krieg in Europa führt dazu, dass eine massive Unterstützung für die amerikanische Rüstungsindustrie ist. Also alles, was hier passiert, man holt hier momentan
massive wirtschaftliche Unterstützung aus Europa und sagt, ihr zahlt jetzt für das, was wir jetzt an Ressourcen brauchen, um China in Schwierigkeiten zu bringen, China zu kippen. Also die Amerikaner können sich sehr, sehr gut schützen, weitestgehend. Die werden auch große Probleme bekommen, aber längst nicht so große Probleme wie wir in Europa oder wie in China. Aber wie du richtig sagst, die Europäer sind richtig der Mops, weil wir sind zwischen Tür und Angel gefangen. Wie wird denn jetzt dieser Big One aus deiner Sicht ablaufen? Also was ist jetzt so dein Fahrplan dafür? Denn die Frage ist, wird es jetzt ein Salami-Crash? Du hast gesagt, die Notenbank wird bald eingreifen müssen. Die Briten mussten jetzt schon wieder, also vor kurzem und jetzt nochmal am Anleihenmarkt, also das ist jetzt quasi so ein Dauerbrenner, intervenieren. Credit Suisse und Co., die Berichte haben ja auch alle mitbekommen. Also da gibt es natürlich schon Anzeichen, dass alles so ein bisschen wackelt und dass diese hohen Zinsanstiege ja durchaus nicht so leicht zu verdauen sind fürs Finanzsystem. Also wie wird das kommen? Glaubst du, das wird eher so ein Salami-Crash oder wird es einfach ein klassischer Bärenmarkt mit den Rallyes zwischendurch? Wie stellst du das ungefähr vor? Also wir haben im Moment, wenn du die Märkte übereinander legst, haben wir eine sehr große Deckung zu dem, was wir 2008 gesehen haben. Mhm. Wir haben einen sehr ähnlichen Abverlauf von der Indexbewegung, aber das kann man selten sagen, ja, das ist genau wie damals. Es hängt alles davon ab, was die amerikanische Notenbank macht, da hast du recht. Und das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Die Finanzmärkte, die großen Bankhäuser, die gehen davon aus, dass wir im Frühjahr eine Terminal Rate haben von etwa 4,3, 4,5%. Mhm. Also das ist der höchste Zinssatz, den die amerikanische Notenbank erreichen wird im Frühjahr bei, sagen wir mal, 4,5%. Ganz klar ist, und das ist einfache Börsenmathematik, das hat jetzt nichts irgendwie mit High Sophisticated zu tun. Wenn ich auf eine amerikanische 10-jährige Staatsanleihe 4,5% bekomme oder 5-jährige Staatsanleihe 4,5% bekomme, sicher, weil die gehen nicht pleite, die können ja jederzeit ihr Geld drucken, um ihre Anleihen zu bezahlen. Ich habe 4,5% sicher. Dann gucke ich mir meine Aktien an und dann gucke ich, was habe ich denn da für Unternehmensrendite. Und da habe ich bei den amerikanischen Unternehmen dann Unternehmensrendite von, sagen wir mal, 3,8, 4%, 4,5%, vielleicht sogar 4,5%. Aber ich brauche ja eine viel höhere Rendite für das Risiko von Aktien. Aktien können ja steigen und fallen. Jetzt habe ich bei Anleihen nicht, da habe ich 4,5% sicher. Bei Aktien, die können sich auch halbieren. Und die Gewinne können fallen. Aber auf den Schnitt der nächsten 5 Jahre habe ich dann vielleicht eine Aktienrendite von 4,2, 4,5%. Ich brauche aber, so zeigt die Historie der letzten 10 Jahre, einen Aufschlag von etwa 3%. Also wir müssen die amerikanischen Aktien im Schnitt S&P eine Unternehmensrendite von, sagen wir mal, 7%, 7,5% bringen. Ja, da sind wir weit von entfernt. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bekommen jetzt in den nächsten Monaten massive Gewinnwachstumsmeldungen der amerikanischen Unternehmen, in der Rezession sehr unwahrscheinlich, oder die Aktienkurse müssen einfach massiv runter, um in einem vernünftigen Verhältnis zu stehen zu den Renditen, die ich auf den amerikanischen sicheren Anleihen bekomme. Allein daher werden wir weiteren massiven Druck auf die Aktien bekommen. Jetzt hängt alles davon ab, wie wird die Notenbank reagieren. Die Marktteilnehmer, die Großen, die nur auch auf die Börsen schauen, sagen, 4,5% wird Schluss sein im Frühjahr, dann wird man sehen, dass mal eine Rezession kommt, dass wir die amerikanische Notenbank so erschrecken, dass sie die Zinsen dann doch wieder schnell senken und dann wird alles wieder gut, dann gehen die Aktien nach oben. Gut, das aus rein wirtschaftlicher Sicht ist das richtig, mag das so sein, aber jetzt kommt meine internationale Sicht und ich sage, Moment, es kommt drauf an. Wenn die Chinesen noch nicht an diesem Kipppunkt sind, werden sie die Zinsen weiter anheben und so weiter oben lassen. Zur Not auch noch ein Jahr länger. Und darauf sind die Märkte überhaupt nicht eingerichtet. Die sind absolut sicher, dass die Notenbank spätestens im Frühjahr wieder die Kehrtwende einläutet. Wir kriegen aber auch schon Signale aus der Notenbank, die sagen, das kann auch noch 1-2 Jahre länger gehen. Und mit Blick auf mein Szenario der Geostrategie sollte man das durchaus ernst nehmen, zu sagen, was, wenn? An dem Moment, an dem wir große Verwerfungen sehen, an dem etwas Großes kippt, until it breaks, da wird die Notenbank eingreifen. Wo das ist, wird dir niemand sagen können. Das kann jetzt Ende Oktober sein. Das kann im Frühjahr sein. Es kann aber auch erst in einem Jahr sein. Das weiß keiner. Und je länger es geht, je länger klar wird, ist, die senken doch noch nicht, das zieht sich länger, umso länger bleibt auch unser Abwärtsmarkt erhalten. Und das wird natürlich in Schüben gehen. Du wirst immer wieder Bärenmarkt-Rallys haben,
weil eine wichtige, ganz aktuell, wir stehen beim S&P bei 3600, ganz, ganz wichtige Marke aus verschiedenen Bereichen. Klar kommen da wieder viele, die sagen, Mensch, die Aktien sind schon so weit gefallen, jetzt ist mal billig, jetzt kaufe ich. Und 3600, da kaufen bestimmt ganz viele auch, da kaufe ich extra recht. Und dann kommen welche, die short waren, die gesagt haben, ach, 3,6, ich habe schon gut da unten verdient, bei 3,6 kommen bestimmt viele Käufer rein. Ich decke mal meine Shorts ein und schon hast du wieder eine Bärenmarkt-Rallye, die dich wieder 10-15% nach oben treibt. Aber dann lässt das auch wieder nach, weil die Grundvoraussetzungen für weiter steigende Kurse nicht gegeben sind. Und es kommt der nächste Schub nach unten zum nächsten Tief. Dann haben wir die nächste Nummer bei 3.300, geht das Spiel wieder los. Also solange es kein Großereignis gibt, das uns ganz schnell ganz tief bringt, so lange werden wir diesen Salami-Crash haben. Immer wieder mal so 10-15% runter, dann wieder das gleiche hoch. Man muss einfach denken, wenn ich 15% gefallen bin, sind 15% nach oben ja nicht wieder der Ursprungsstand. Ja, klar. Also so, ja, jammert man sich dann nach unten weg und das kann sich durchaus über längere Zeit ziehen. Man denke an 1929, ich sage ganz bewusst 29, weil meine Aussage, ich stehe dazu, wir stehen vor, das hat bereits begonnen jetzt, wir stehen vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. 1929 war es auf die westliche Welt beschränkt. Da war China und Co. davon gar nicht betroffen. Deshalb sage ich, es wird diesmal die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten, weil sie zum ersten Mal weltweit gleichzeitig stattfindet und einer Dimension, wie sie noch nicht da war. Das heißt nicht, dass wir hier, dass die Leute hungernd und bettelnd in Berlin durch die Straßen ziehen. Wird, man kann heute nichts mehr ausschließen, wenn man Habeck, zuhört, aber wer weiß. Nein, das ist nicht gemeint, sondern einfach, es wird dadurch, dass es eine weltweite Dimension hat, wird es der größte Wirtschaftskrise, die wir je hatten. Und diese wird sukzessive weitergehen. Je länger es geht, je länger es anhält, umso tiefer wird diese Situation gehen. Über Habeck reden wir gleich noch. Da interessiert mich natürlich auch deine Meinung noch. Da hast du sicherlich was Pointiertes noch zu sagen. Ganz kurz noch zu dem 1929 zurück. Und ja. Den 1929 darf man nicht vergessen. Da war dieser Crash ja auch nicht innerhalb von wenigen Monaten durch, sondern da ging es mehrere Jahre. Es ging von 1928, 29 Jahreswechsel bis 1931, 32 runter. Also 2-3 Jahre, wo wir diesen Crash hatten. Nicht, man denkt immer nur an diesen schwarzen Tag von 1929, diesen schwarzen Freitag. Aber das war nur ein Element in ganz vielen Bewegungen nach unten, immer wieder mal mit Aufwärtsbewegungen. Am Ende ging es über 2-3 Jahre, die Abwärtsbewegung. 2000, der 2000er Crash.com-Blase hat auch erst 2002/2003 sein Ende gefunden. Also die Annahme, dass das immer nach wenigen Monaten vorbei ist und dann sofort wieder auf alte Höchststände geht, ist natürlich gefährlich. Und vor allem, das darf mancher nicht vergessen, man hört in den letzten Jahren immer wieder, ist doch kein Problem, dann fällt es halt mal ein bisschen, das ist sofort wieder auf den Höchstständen. 2020 hatten wir das brutal gesehen, da haben wir drunter gelitten, massiver Einbruch und innerhalb von wenigen Monaten waren wir auf neuen Höchstständen. Und da sagt jeder, der erst Lügen dabei ist und sagt, ist doch ganz einfach, das musst du nur aussitzen, ein paar Monate später hast du wieder Gewinn. Nein, bei einem Großereignis hast du genau das nicht. Und das hatten wir gesehen 1929, bei diesem Großereignis von den Tiefständen aus, hat es über 30 Jahre gedauert, bis die ehemaligen Höchststände wieder erreicht waren. Und 1989, als die Amerikaner die gleiche Nummer in Japan durchgezogen haben, wie jetzt mit China, damals war der Markt so stark eingebrochen, da haben die sich bis heute nicht von erholt. Also die haben nie wieder diese Rückschritte gesehen. Man darf also nicht davon ausgehen, das wird immer gut gehen. Meist ja, aber bei einem Großereignis eben nicht mehr. Jetzt sind wir aber beim Problem, Dirk. Du hast gerade selber schon angesprochen. Wir haben ja im Corona-Crash gesprochen. Da sah es ja auch nicht gut aus. Jetzt hat zum Beispiel Andreas Beck vor kurzem war auf meinem Kanal, hat gesagt, so, jetzt er kauft jetzt, er geht jetzt quasi in der Krise. Wir haben ja schon eine Krise. Das ist ja normalerweise dann zumindest mal ein Punkt, wo man das Einsteigen nachdenken kann. Ed Yardeni hat gesagt, für Panikverkäufe kürzlich ist es zu spät. Herr Bernecke hat gesagt, es wird genau wieder so kommen wie im Corona-Crash. Jetzt vielleicht nicht so schnell, aber eine Erholung. Man kann ja nicht ausschließen, dass es wieder so läuft, oder? Absolut, Mario. Das ist genau meine Aussage. In dem Augenblick, wo die Notenbank weich wird, zuckt, dreht, das kann schon sein, bevor China tatsächlich in den Schlagzeilen ist. Wenn die merken, okay, wir haben diesen Punkt erreicht, wo der Riese ins Wanken kommt, der ist noch gar nicht aufgefallen, der ist noch gar nicht hingeschlagen, der wankt aber so, dass er sich nicht mehr wird stabilisieren können. Das reicht ja schon. Ich kann nicht sagen, wann der Zeitpunkt ist, wann die amerikanische Notenbank sagt, jetzt reicht's. Das kann über Nacht kommen, das kann in wenigen Wochen sein, dass sie sagen, wir senken die Zinsen. Full stop. Hat man 2018 auch gesehen, da haben die plötzlich eine Kehrtwende hingelegt. Das ist aus welchen Gründen auch immer jederzeit möglich. Deshalb ja, wenn das passiert, in dem Augenblick, und das war, du hast nach dem Szenario vorhin gefragt, die Erwartung ist, die werden die Zinsen weiter anheben, bis eben das Ereignis so weit ist, wie sie es möchten. Und dann werden sie die Zinsen sehr schnell wieder senken und die Gegenrichtung eindrehen. Was passiert denn dann?
dann wirst du eine Explosion der Preise nach oben haben, und zwar in kürzester Zeit. Es wird innerhalb von ganz kurzer Zeit, wenige Tage, 20%, 30%, 40% hochgehen. Die Märkte, was wir jetzt sehen, ist ein, ich habe das immer beschrieben, als Geysir-Szenario. Du siehst, in der Vergangenheit haben wir gesehen, wo eine Blase sich langsam aufwölbt. Die Asset-Preis-Blase wurde immer höher, immer höher. Dann mit dem Zinsanstieg der Notenbank USA bricht diese Blase in sich zusammen. Die Preise, das Wasser stürzt nach unten rein. Die Herdplatte ist aus, die Notenbank hat sie ausgeschaltet. Und in dem Moment, wo die Notenbank die Gasflamme wieder aufmacht, schießt dieses heiße Wasser explosionsartig nach oben. Und dann kriegst du explodierende Preise. Also wir werden dann eine sehr viel stärkere Inflation sehen. Wir werden eine Assetpreisinflation sehen. Und ich befürchte, dass das, was wir dann sehen, eine galoppierende Inflation sein wird. Ob es hyper wird, das ist... Hyper wäre ab 50%. Genau, aber galoppierende Inflation, wo wir wirklich sehr, sehr starke zweistellige Inflation sehen. Es kann auch zu einer Hyperinflation werden, wenn es unkontrolliert wird. Das kann niemand sagen, aber ich erwarte, in dem Moment, wo die Notenbanken das Gas wieder einschalten, erwarte ich eine galoppierende Inflation. Und was passiert dazwischen? In dem, was jetzt passiert, je länger es andauert, umso mehr Menschen, Anleger, Pensionskassen müssen alles verkaufen, was sie da haben, weil es immer tiefer geht, weil ihre Risk-Controller sagen, ihr müsst verkaufen, ihr habt zu viel Risiko, ihr habt Margin Calls, ich muss meine Rechnung bezahlen, ich kann die Gasrechnung nicht bezahlen, also muss ich vielleicht von meinem Bitcoin-Konto was abräumen, ich muss Edelmetalle verkaufen, muss Aktien verkaufen. Das heißt, die Leute müssen ihre Autos verkaufen, also auf dem Gebrauchtwarenmarkt fängt es schon an, richtig günstig zu werden. Heißt nichts anderes, je länger das anhält, umso mehr Menschen müssen verkaufen. Firmen machen zu, die Maschinen kommen auf den Markt. Das bedeutet aber auch, für den, der Geld hat, der viele tiefe Taschen hat, je tiefer es geht, umso mehr kann der einsammeln. Das heißt, wir werden jetzt im Rahmen dessen, was passiert, eine massive Verteilung von Wirtschaftsgütern, von vielen, auf sehr wenige sehen. Und das ist, je länger es anhält, je tiefer es geht, umso dramatischer wird diese Veränderung sein. Und ich kann jedem nur empfehlen, das ist mein absoluter Rat, das ist jetzt Operation Dagobert, die jetzt hier läuft. Also das heißt, ich muss jetzt in diesen Monaten, in diesen Wochen mein Geld zusammenhalten, nichts ausgeben, kein neues Auto kaufen, keine neuen Eskapaden, kein sonst irgendwas. Seht zu, dass ihr jeden Euro, den ihr irgendwo sparen könnt, zur Seite packt auf die 8-9% Inflation im Jahr jetzt. Die Aktienkurs oder die überhaupt die Wertverfall, egal von welchen Gütern, ist viel größer als die Inflation, beziehungsweise das habe ich ja eh noch Add-on. Aber es kommt der Moment, an dem die Notenbank wieder das Gas einschaltet. Und dieser kurze Moment, das wird ein verdammt enges Zeitfenster von vielleicht wenigen Tagen sein, in denen muss ich das, was ich habe, all in investieren. Wenn Leute sagen, Wernicke und Co., ich schätze die Menschen sehr, sind extrem gute Analysten und Spezialisten. Und möglicherweise hat er recht. Er sagt, Mensch, den Tiefpunkt erreicht man eh nicht, fangt schon mal an, kauft doch schon mal, ist doch billig. Ja, ich bekomme jetzt Aktien zu Preisen, die hätte ich mir in den letzten 10 Jahren nicht vorstellen können. Unternehmensbewertungen, Qualcomm und so weiter mit Free Cashflow-Renditen von etwa 10% im Schnitt auf die nächsten 5 Jahre. Das sind Bewertungen, da hätte ich mir die letzten Jahre, ich Hosianna gestehen, sage, wow, her damit. eBay 10% Free Cashflow-Rendite auf die nächsten 5 Jahre. Aber du weißt eben nicht, wie tief es noch fallen kann. Mhm. Und in einer solchen Situation, heute müssen wir mit allem aufpassen, politisch korrekt war ich noch nie. Du musst warten, bis du das Weiß im Auge des Indianers siehst und vorher darfst du dein Pulver nicht verschießen, weil du hast nur wenige Patronen. Da darfst du nicht zu früh schießen, weil sonst überrennt dich der Indianer. Und du darfst auch nicht zu spät schießen, sonst überrennt er dich auch. Also du musst genau den richtigen Moment abpassen. Und das wird die große Herausforderung sein, wie du richtig sagst. Wir sehen uns bei 3600 im S&P. Wir können auch noch auf 3.000 fallen, vielleicht auch auf 2.000. Kein Mensch weiß das. Wir können aber auch von 3.600, 3.500 aus plötzlich den Geysir sehen und sehen, stehen plötzlich bei 5.000 oder 10.000, weil plötzlich alles reinrennt in die Märkte und keiner ist investiert, jeder muss sein Geld loswerden und die Preise fliegen weg. Das heißt, extrem enges Zeitfenster. Meine Strategie, wir setzen es in Fonds um. Aber wer es privat für sich selbst so umsetzen will, Kohle zusammenhalten. Und in dem Augenblick, wo die Notenbank USA zuckt, all in, egal was. Und dann kriegt es wirklich, dann muss jeder für seinen Bereich schauen. Der Unternehmer guckt, kriege ich vielleicht günstige Maschinen, die ein Konkurrent verkaufen musste? Kann ich Geschäftsanteile, kann ich Marktfelder übernehmen? Kann ich irgendwo Mitarbeiter, die freigesetzt wurden, übernehmen, die ich vielleicht als Brain-Know-how gebrauchen könnte? Der Aktionär sagt sich, Mensch, welche Aktien will ich denn kaufen, wenn es billig ist? Die haben sich ja besser jetzt schon vorgelegt. Oder
wer es natürlich sagen will, ich weiß nicht, ich traue mir das nicht zu, so schnell nach unten reagieren zu können, der kann natürlich sagen, Mensch, ich fange mal an, wir sind jetzt 25%, 30% gefallen, reicht mir erstmal. Ich fange mal an und investiere die ersten 10% direkt mal in billige Aktien. Also billig heißt wirklich bewertungsbillig, nicht weil sie im Kurs gefallen sind, sondern weil die Bewertung stimmt, muss man sich mal anschauen. Und jede 10%, wo es runtergeht, gehe ich noch mehr rein. Ich steige mich nach unten in diese Position rein. An jedem Moment, wo es dreht, bin ich zumindest schon mal mit einem gewissen Maß dabei. Ich verpasse es nicht total, aber ich habe noch Pulver trocken, wenn es tiefer geht. Damit erwische ich den Tiefpunkt nicht, aber bin halt schon mal dabei, wenn es hochgeht. Da muss jeder für sich jetzt nach seiner eigenen Einschätzung überlegen, was mache ich. Vielleicht sagt der eine, ach, Müller, was du erzählst, das kommt ganz anders. Wir haben den Tiefpunkt gesehen, das ist jetzt Bodenbildung, es geht steil, ich gehe all in. Do it. Ich kann es nicht wissen, vielleicht hast du recht. Das ist ja wichtig, dass jeder seine eigenen Entscheidungen trifft. Die Welt geht runter, es geht noch viel tiefer. Ich warte, bis der Dow Jones, bis der S&P bei 3.000 oder bei 2.500 und dann gehe ich all in. Do it. Jeder hat seine eigene Vorstellung, wie diese Welt funktioniert, sonst gäbe es keine Börse, sonst gäbe es keine unterschiedlichen Einschätzungen von Märkten und Preisen. Und ich kann nur sagen, so schätze ich das ein, aber ich habe diese Demut zu sagen, ich weiß es nicht, wie es wirklich kommt. Ich sage nur, das ist meine Wahrscheinlichkeit, das ist mein Ablauf, auf das ich mich einstelle. Und wir sind jetzt für dieses Szenario so aufgestellt, dass ich sage, das ist meine Meinung. Wäre es mir am Ende vollkommen egal, ob ich recht habe oder nicht. Ich muss hier nicht mehr recht haben. Wir sind opportunistisch am Markt. Geht's runter, sind wir abgesichert. Geht's hoch, sind wir dabei. Du hast gerade schon Qualcomm angesprochen. Jetzt wird natürlich oft über deine Absicherung und Co. berichtet, aber du hast natürlich auch viele Aktien in deinem Fonds. Ich habe es mir natürlich rausgelassen aktuell. Auch natürlich sehr viele interessante Sachen. Es ist schon Amerika-lastig. Da zeigt sich, glaube ich, auch deine Anlagestrategie. Was mir aufgefallen ist, du hast auch einige Chip-Aktien. Nvidia zum Beispiel, AMD. Ist das nicht ein Risiko, wenn es jetzt mit der Rezession richtig dahin geht, wenn Verkaufsverbote von den USA nach China und Co.? Also wie wählst du deine Aktien gerade aus? Also wir suchen uns die Aktien aus nach einer extrem stabilen Bilanz, die möglichst wenig Verschuldung haben, die eben von steigenden Zinsen, das, was ich die letzten Jahre gesagt habe, nicht wegen der jetzigen Situation, weil ich die erwartet habe. Wir haben bewusst keine Banken, weil das sind für mich Blackboxes, so eine Lehman-Geschichte kommt über Nacht. Das ist auch Credit Suisse. Das kannst du von außen nicht sauber einschätzen, ob die wirklich in riskanter Situation sind oder nicht. Das sind für mich Blackboxes. Ich kann Banken nicht sauber einschätzen. Die haben so viele Möglichkeiten, in ihrer Bilanz Dinge zu verschieben. Das siehst du von außen nicht. Punkt. Deshalb fasse ich keine Banken an. Ich weiß nur, wenn es hart auf hart kommt, sind die plötzlich über Nacht weg und du hast vorher gar nicht gemerkt, dass sie in Schwierigkeiten sind. Deswegen Banken halte ich die Finger raus. Wir haben Unternehmen aus dem Industriebereich, aus allen möglichen Bereichen, gucken uns an, wer ist stabil, hat die letzten 10 Jahre ein richtig geiles Geschäftsmodell, mit dem die permanent Ertrag und Gewinn machen, mit ganz, ganz wenigen Problemen. Ich brauche Management in diesen Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie sauber arbeiten können, auch in Krisensituationen sich schnell anpassen können, dass sie wenig Drawdowns haben, wenige Rückgänge in ihrem Geschäftsmodell haben, dass sie sehr kontinuierlich ihr Wachstum gestalten, dass sie A, B noch gute Zukunftsaussichten haben, also kein totes Pferd, das keinen mehr interessiert, sondern die durchaus noch Themen für die nächsten Jahre haben, die gleichzeitig eine sehr, sehr starke Marktmacht haben und viele Rahmenbedingungen selbst setzen können und nicht so abhängig sind von dem, was außen passiert. Einfach ausgedrückt, ein Goldminenunternehmen wird immer abhängig vom weltweiten Goldmarkt und von Ölpreisen sein. Das können sie überhaupt nicht beeinflussen. Also suche ich mir Unternehmen, die möglichst wenig, ganz wird kaum gehen, aber möglichst wenig von anderen abhängig sind, sondern weitgehende Preissetzungsmacht haben. Zum Beispiel eine Microsoft hast du da, glaube ich, ganz gut beschrieben. Beispielsweise gerade. Microsoft, ja, absolut. Die entscheiden darüber, wenn du Office nutzt, nutzt du Office. Ja. Wenn du sagst, oh, Microsoft wird mir jetzt zu teuer, ich will kein Office mehr, was machst du denn dann? Wen nimmst du denn dann? Viel Spaß. Es funktioniert nicht. Ja. Schick mir mal eine Word-Datei. Nee, ich habe kein Word mehr. Schwierig. Deswegen, ja, das sind Alphabet, Google. Das sind so Dinge, die haben einfach Monopolstellungen. Ja, an denen kommst du nicht vorbei. Ja, das gilt auch für eine Meta. Auch wenn man heute Meta, ist so eine Lachnummer derzeit. Aber das sind genau die Situationen, brauchst du. Wenn ein Unternehmen, das super stark ist, das unglaubliche Marktmacht hat, plötzlich nicht ernst genommen wird und deshalb abgestraft wird, aus guten Argumenten, aber mit ein bisschen drüber nachdenken, nein, ja, die sind nicht tot. Das war bei Apple in den letzten Jahren immer wieder der Fall. Ich habe das öfter mal in Vorträgen dabei, wo ich dann so Beiträge habe aus den letzten Jahren, von den letzten 20 Jahren, wo ich mal so, ach, Apple hat die beste Zeit hinter sich, Apple fällt nicht mehr ein, Apple wird bald pleite gehen, ja, Apple
So, und dann gucke ich halt immer, wo die Kursentwicklung danach war. Sage ich, Freunde, das waren Handelsblatt, das waren anerkannte Wirtschaftsjournalisten, die hier so Blödsinn geschrieben haben. Ihr seht, das hat mit der Realität oftmals nichts zu tun, ja? Weil man einfach auf die falschen Zusammenhänge schaut. Apple war schon immer eine Marktmacht und die werden es weiterhin bleiben. Aber Apple beispielsweise wäre mir derzeit zu teuer. Unter all den Unternehmen, die jetzt so viel verloren haben, Apple ist noch viel zu stabil, viel zu stark. Die Unternehmensrenditen sind viel zu niedrig und Apple könnte durchaus unter Druck kommen, wenn in China was passiert und wenn die Nachfrage nach iPhones auch in Frage eines Wirtschaftseinbruchs zurückbleibt. Also ich glaube, Apple ist durchaus auch aufgrund seines Gewichts im S&P und Nasdaq in der Lage, die Märkte noch deutlich nach unten zu treiben, allein als Schwergewicht. Wir suchen die Aktien aus nach dieser Stabilität und dann finden wir interessanterweise diese Aktien, wenn wir nur auf die Bilanz schauen, auf die Ertragslage, auf die Stabilität, das Geschäftsmodell, fast ausschließlich US-Werte. Das war in der Vergangenheit schon so. Mhm. Und das hat mit dem zu tun, was ich vorhin schon im Geostrategischen sagte. Diese amerikanischen Konzerne haben, weil natürlich die amerikanische Regierung, die amerikanische Elite weiß, dass Wirtschaft Macht ist, sorgen die dafür, dass es den amerikanischen Konzernen sehr, sehr gut geht. Haben die amerikanische Regierung und die Geheimdienste ein Interesse daran, dass die Welt mit Apple-Telefonen, mit iPhones telefoniert, auf denen man einen Zugriff hat, wo man den Datenaustausch hat? Oder ist es denen egal? Die sagen, naja, ist doch egal, ob die ein amerikanisches Handy haben oder ein deutsches oder ein chinesisches Handy oder ein russisches, ist doch vollkommen egal. Ne? Nein, das ist machtstrategisch elementar wichtig, dass die Eliten der Welt mit einem iPhone telefonieren. Also was ist die vollkommen logische Konsequenz? Dass die amerikanische Regierung alles tut, um Apple attraktiv zu gestalten, um dieses Unternehmen so erfolgreich wie möglich zu machen, damit möglichst viele auf der Welt mit einem iPhone-Telefon arbeiten. Und dann ist es ein No-Brainer, dass Apple es unglaublich leicht hat, Geschäft zu machen, wenn die Gesetze in seinem Mutterland immer wieder in seinem Interesse verändert werden, wenn die Gesetze oder auch die Steuern in seinem Interesse verändert werden, dass sie möglichst stark sind, dass, wenn andere Länder ihm Probleme bereiten, die Regierung kommt und diese Probleme aus dem Weg räumt. Also den amerikanischen, gerade den strategisch wichtigen Konzernen, ist ein solcher heißer Rückenwind unter dem Gefieder, der den anderen als eiskalter Sturm entgegenkommt. Die Folge ist, dass in allen wichtigen Branchen die amerikanischen Konzerne schlichtweg die besten Voraussetzungen haben und dadurch auch die besten Bilanzen haben. Und das wird in den nächsten Jahren, wie wir ganz aktuell sehen, nicht schlechter werden. Und das ist die Konsequenz, warum wir uns auf diesen amerikanischen Markt konzentrieren. A1, weil die Zahlen es hergeben, zu A2, weil die logische geostrategische Betrachtung das untermauert, warum diese Zahlen so gut sind und auch nicht absehen lässt, dass demnächst, es sei denn, es sagt jemand, Müller, du hast vollkommen Unsinn, was du erzählst. Amerika hat fertig, bei allem, was jetzt passiert. China wird trotzdem in den nächsten 3-4 Jahren die Nummer 1 sein oder an denen vorbeiziehen. Die lassen sich da nicht unterkriegen. Dann kann man sagen, oh, dann ist vielleicht auch ein chinesisches Unternehmen da oben dabei. Aber offen gestanden, ich traue den chinesischen Unternehmensbilanzen genauso wenig wie den offiziellen chinesischen Wirtschaftsdaten nicht weiter, als ich eine Frühlingsrolle spucken kann. Die Vergangenheit hat das leider immer wieder bewiesen, dass diese Skepsis berechtigt ist. Und deshalb, ich bleibe bei meinen amerikanischen Werten, auch wenn ich die nicht unbedingt aus gesellschaftlichen Gründen oftmals überhaupt nicht mag, ganz im Gegenteil. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, ein Zwiespalt, mit dem ich mir immer schwerer tue, diese Überwachung durch die amerikanischen Konzerne, die Macht, die davon ausgeübt wird, auch uns als Bürger ausgeübt wird. Und gleichzeitig ist es die einzige Möglichkeit, bei denen zu investieren, weil alles andere wirtschaftlich nicht funktioniert. Das ist ein Zwiespalt, mit dem ich mir immer schwerer tue, offenstanden, ja. Kommen wir langsam zum Ende. 2-3 Fragen habe ich aber noch. Berichtssaison geht ja bald los. Du hast gerade die Bilanzen angesprochen. Glaubst du, wir sehen da jetzt schon einiges? Es gibt ja die einen Stimmen, sagen, ach, da ist jetzt schon viel eingepreist. Die Frage ist auch, ob sich es jetzt schon zeigt im dritten Quartal oder vielleicht dann erst in den nächsten 2-3 Quartalen. Noch sind wir ja nicht mitten in der Rezession vielleicht. Oder sagst du, oh, bist du eher im Camp, wie Leute sagen, ja, das wird der größte Absturz, weil da einfach noch gar nichts eingepreist ist, weil da so viel nach unten korrigiert wird. Was glaubst du, kommt da auf uns zu? Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, von dem auch viele renommierte Bankhäuser ausgehen und sagen, ja, also das brauchen wir noch. Also wir haben noch nicht genug Gewinnrevision, das ist noch nicht eingepreist, das wird erst in den nächsten Quartalen kommen. Viele haben es auch schon für Q3 erwartet, dass da war noch nicht viel passiert. Also man erwartet durchaus, dass da in den nächsten Quartalsmeldungen mehr Negatives kommt, mehr Gewinnrevision, mehr Gewinnwarnung kommt. Vereinzelt haben wir das ja schon, aber noch nicht in dem Umfang, wie man es eigentlich erwarten müsste. Und erst wenn diese
Gewinnrevisionen durchgelaufen sind und in der Folge, weil immer wenn eine Gewinnwarnung kommt, geht eine Aktie sofort um 10%, 15%, 20% runter. Ne? Da geht es so bann, bann, bann. Mhm. Und je mehr Gewinnwarnungen kommen, umso mehr drückt das natürlich dann auf die Märkte, ist vollkommen klar. Erst wenn das durch ist, sagen viele, dann ist aus rein wirtschaftlicher Sicht der Boden und dann von da aus kann es dann hochgehen. Möglich, wie gesagt, es spielen so viele Dinge hier mit rein. Wir haben vorhin sehr, sehr lange über die FED gesprochen, über die geostrategischen Zusammenhänge gesprochen. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, dass sich der Ukraine-Konflikt mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter eskaliert und weiter eine ganz andere Dimension annimmt, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können bisher für Europa. Was das dann wieder zumindest für die europäischen Märkte bedeutet, ist auch klar. Nicht unbedingt für die amerikanischen, interessanterweise auch hier wieder. Was das für die Weltwirtschaft bedeutet, wenn es hier zu einer weiteren Eskalation kommt, auch in das China. Was heißt das denn, wenn China kippt? Was heißt das dann wieder für Lieferketten und so weiter? Also da ist unglaublich viel Pulver noch drin. Aber, und hier ist der wichtige Punkt der Erkenntnis, bei allen negativen Dingen, die man sieht, es kann morgen früh anders sein. Wir kommen morgen früh rein, wir beide, und in den Schlagzeilen steht, neuer Notenbankchef, die amerikanische Notenbank hat überraschend heute Nacht die Zinsen um 1% gesenkt und was weiß ich was. Was China stabilisiert sich, die Börsen explodieren um was weiß ich wie viel Prozent, Putin tritt zurück, wird gestürzt, der Krieg wird beendet, es kommt zu Verhandlungen und plötzlich hast du eine andere Welt. Vollkommen klar, das ist möglich und dann ist eine andere Welt. Wir müssen sagen, über all das, was wir in den vergangenen 50 Minuten gesprochen haben, das ist auf Grundlage dessen, was jetzt auf dem Tisch ist, was jetzt realistisch absehbar ist, das spinnen wir weiter und dann kommt das Ergebnis raus. Aber sobald es eine neue wesentliche Entwicklung gibt, die da nicht vorgesehen ist, müssen wir sofort neu denken, vollkommen klar. Was ist deine Befürchtung für die Ukraine? Du hast es gerade schon angedeutet, dass du da nicht ganz so optimistisch bist. Also sollte es nicht tatsächlich zu einem innerrussischen Machtkampf kommen, den Putin verliert, befürchte ich, dass wir eine sehr, sehr massive Veränderung der Situation bekommen und das weit über die Ukraine hinausgehen wird. Das ist aber jetzt reine Geostrategie und das habe ich am Anfang des Konfliktes schon gesagt. Wir hatten 2014, erinnere ich mich, eine Diskussionsrunde bei der Montagsgesellschaft in Frankfurt mit einem Professor aus St. Petersburg, der eingeflogen war, einem Professor aus den USA, Willy Wimmer, meiner Wenigkeit. Und damals, 2014, das war unmittelbar nach dem Maidan, haben wir gesagt, das, was hier passiert, ist ein absoluter Wahnsinn. Das, was hier passiert, läuft perspektivisch wie auf Schienen auf einen direkten militärischen Konflikt zwischen Russland und der NATO raus. Nicht jetzt, aber in den kommenden Jahren. Das ist genau das, was jetzt passiert. So, und die Russen haben der NATO und den USA Ende letzten Jahres im Dezember einen Vertrag vorgelegt. Da haben sie ihr Ziel definiert, was sie jetzt erreichen wollen. Das hat irgendwie kaum Beachtung gefunden, man kann es immer noch auf den russischen Seiten abrufen, Regierungsseiten. Und da heißt es ganz klar, Rückzug der Amerikaner der amerikanischen Truppen auf die Positionen vor 1997, also die NATO-Osterweiterung, zumindest was amerikanische Truppen angeht, zurückziehen. Polen, die baltischen Staaten, Ukraine dürfen in der NATO bleiben, Ukraine nicht, sondern angeschlossen bleiben, dürfen verteidigt werden, falls wir sie angreifen. Aber wir wollen hier kein Aufmarschgebiet der Amerikaner. Wir wollen hier diesen Sicherheitskorridor von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, damit kein Aufmarsch stattfinden kann, der dann innerhalb von wenigen Stunden in Moskau ist, im Rahmen einer Militärübung beispielsweise. So, dass die westliche Seite nicht akzeptiert, war vollkommen klar. Können die auch gar nicht akzeptieren, kann die NATO nicht akzeptieren. Also kam es da nicht zustande, aber das war das Ziel, was Russland hat. Anzunehmen, dass Russland diesen Konflikt vom Zaun bricht, mit all den negativen Folgen für Russland, die wir jetzt ja schon sehen, die auch absehbar waren, die sind ja nicht bescheuert, die wissen ja, was auf sie zukommt, nur um die Krim zu halten, die sie vorher auch schon hatten, nur um hier ein paar kleine Gebiete in der Ostukraine zu sichern, über die sie vorher auch schon im Wesentlichen Kontrolle hatten, das ist naiv anzunehmen. Das ist der Vorläufer. Am Ende geht es ihnen darum, um diesen Korridor, Sicherheitskorridor zu schaffen, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Und dieser Korridor beinhaltet die baltischen Staaten, beinhaltet die Ukraine, Moldawien und über Polen wird zu diskutieren sein. Das heißt, für Russland muss das Ziel sein, die amerikanischen Basen aus diesen Staaten zurückzudrücken. Freiwillig werden die es nicht tun. Die Russen werden die nächsten 2 Jahre weiter alles unternehmen, inzwischen militärisch. Sie müssen keine Rücksicht mehr nehmen, bis dieses Ziel erreicht ist. Ansonsten hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht, diesen Krieg zu starten.
Also ist ein weit, man muss, wie hat einer so schön gesagt, man muss so etwas am Ende her denken und nicht vom Anfang her, sozusagen, wer will denn welches Ziel erreichen? Wer wird denn wo aufhören? Was ist denn eine mögliche Verhandlungsbasis? Und deshalb befürchte ich, dass allein aus dieser geostrategischen Notwendigkeit für die Russen das noch sehr lange weitergehen wird. Und anzunehmen, wir können die so mal eben wie so einem Stellvertreterkrieg in die Knie zwingen. Ich glaube, aus Propaganda westlicher Durchhaltesicht natürlich gern gesehen, aber ich glaube, es entspricht nicht den wirklichen Kräfteverhältnissen zwischen den Truppen, die derzeit vor Ort sind. Deswegen, ich glaube, wir befürchten, wir werden noch eine sehr, sehr starke weitere Eskalation sehen. Und bei all dem geostrategischen Geschwätz darf man eins nicht vergessen, es geht um Menschen. Da sterben jeden Tag Menschen. Ja, es sind tausende Menschen, die da gerade sterben. Und das Ganze für was? Am Ende für geostrategische Interessen, wie seit Jahrhunderten. Also übrigens ein Grund mehr, warum ich nie Rüstungsaktien kaufe. Weil wenn du Rüstungsaktien hast, dann kannst du gar nicht als dich insgeheim drüber freuen, wenn irgendwo Panzer rücken oder Bomben fallen, weil das dein Depot nach oben treibt. Und in die Zwickmühle will ich überhaupt nicht kommen, deshalb habe ich die nicht. Ist auch durchaus verständlich, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, wenn man darauf verzichtet. Jetzt eine Frage. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass Europa, das vorher gesagt, der Mops, also sogar der doppelte Mops ist. Also wir sind in gewisser Weise der Spielball von China. Die Amerikaner geben die Richtung vor. Wir haben eine Energiekrise. Wir müssen mit Blackouts rechnen. Wir haben Krieg in Europa. Taktische Atomwaffen, das ist jetzt, wo schon viele drüber sprechen, was durchaus nicht auszuschließen ist. Wir wollen jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Aber ich frage jetzt mal, nicht, ob man noch in Europa investieren kann. Kann man in Europa eigentlich noch so, gerade wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld hat, einfach beruhigt sein Geld liegen lassen? Fühlst du dich noch wohl, wenn dein Geld jetzt bei der, weiß ich nicht, Sparkasse oder Commerzbank liegt? Ja, grundsätzlich sehe ich zu, dass ich möglichst viel Geld in Sachwerten habe und hauptsächlich habe ich es in meinem eigenen Fonds. Ich habe ihn dafür gebaut, wie gesagt, um genau durch diese Situation durchzukommen, wenn bei den Banken was passiert. Ich habe meine Aktien, ich habe meine Vermögenswerte, ich habe mein geschütztes Kapital, dann wird es eben auf eine andere Bank übertragen. Aber ich würde mich in der Situation zumindest in den kommenden Monaten nicht sehr wohlfühlen, große Cashbestände irgendwo liegen zu haben auf den Konten, sondern das dann wirklich gerne in Sachwerten. Aber wie gesagt, ob das jetzt in Europa oder sonst irgendwo liegt, wenn sich das hier eskaliert, auch vielleicht weiter nach Westen zieht, ich glaube, wir kommen in Situationen, da müssen wir uns über das Geld die kleinsten Sorgen machen. Da haben wir ganz andere Probleme. Und was die taktischen Nuklearwaffen angeht, auch dazu, ich habe bereits Anfang des Jahres, Februar, März, eine lange Doku gemacht für Cashkurs über den möglichen Einsatz taktischer Nuklearwaffen, was es damit auf sich hat und dass sowas in den kommenden Monaten Thema sein dürfte und welche Konsequenzen das hat, wie das zusammenhängt. Damals hat jeder gesagt, was für ein Wahnsinn, das ist doch völliger Blödsinn, Verschwörungstheorie, der wird niemals Thema kommen. Jetzt ist es auf den Hauptnachrichtenseiten, was denn mit taktischen Atomwaffen auf sich hat. Wir versuchen immer so ein bisschen nach vorne zu schauen und das ist das Problem, immer wenn du so auf der Zeitachse ein bisschen weit nach vorne schaust und neben dir läuft einer, der immer nur vor sich auf sein Handy guckt und sagst, Achtung, da vorne kommt eine Wand, dann sagen die, ach Quatsch, wo ist da eine Wand? Ich sehe keine. Ja, dann bist du immer der Verschwörungstheoretiker und der da irgendwas erzählt. Aber die Verschwörungstheorie von heute ist die allgemeinen Kenntnis von morgen. Und deswegen, ja, wir müssen uns auf Situationen einstellen, glaube ich, die wir momentan noch gar nicht so ernst nehmen, in der Hoffnung, dass es gar nicht so schlimm kommt. Wie sagte Commander Janeway von der Voyager, war das, ne? Die sagte, rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste. Das ist fast schon ein perfektes Schlusswort. Jetzt wollen wir noch positiv rausgehen, Dirk. Wie können wir denn jetzt die Lage, jetzt haben wir vorher über Habeck schon gesprochen, ich glaube, wir haben uns jetzt die letzten Wochen und Monate alle schon über die Politiker ausgekotzt, jetzt wollen wir gar nicht mehr lästern, jetzt wollen wir einmal sagen, was können wir denn machen? Wie können wir den Energiekrieg, wie es Herr Lindner jetzt gesagt hat, die Energiekrise, wie auch immer, ja, wie können wir die vielleicht kurzfristig, wir werden sie nicht auflösen können, aber was können wir tun? Wie kommen wir vielleicht doch schneller als befürchtet aus der ganzen, sage ich jetzt mal, ist es ja, braucht man ja nicht schönreden, raus? Mario, die Frage stellt sich nicht, wie wir da rauskommen. Das gäbe es ganz einfache oder sehr einfache Möglichkeiten, wenn man es politisch wollte. Die haben in den letzten Monaten hier hoch und runter diskutiert, ja, von der Zuschaltung der Atomkraftwerke, bis es möglich war, Öffnung von Nord Stream 2 und viele andere Themen mehr. Also wenn man es politisch wollte, könnte man es tun. Ich möchte das anders beantworten. Wir regen uns immer über die Entscheidung von Politikern auf. Ah, was für ein Scheiß, was für ein Schwachsinn, das sind völlig schwachsinnige Entscheidungen, die wir treffen. Ich möchte dem entgegenhalten, gehe davon aus, je höher die Handlungsebene ist, umso mehr musst du davon ausgehen, dass jede Entscheidung, die getroffen wird, sehr, sehr gut überlegt und abgestimmt ist. Da passieren Fehler, da passiert mal eine Fehlentscheidung. Aber die Masse der Entscheidungen ist absolut auf ein Ziel ausgerichtet. Wenn wir diese Entscheidungen als schwachsinnig wahrnehmen,
dann mag das daran liegen, dass wir das falsche Ziel unterstellen. In der Bibel heißt es schön, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Vielleicht muss man nur am Horizont das Ziel so weit verschieben, bis es mit der Masse der Entscheidungen übereinstimmt. Dann mag dir nicht gefallen, wo dieses Ziel steht. Aber du hast eine Ahnung, wo die Reise hingeht. Und dann geht es am Ende nicht darum, was könnten wir tun, sondern die Frage ist, was wollen die tun? Was ist denn ihr eigentliches Ziel? Und wenn ich mir so die Artikel, die Berichte, die Aussagen, die Interviews, die Vorträge der handelnden Personen der letzten Jahre anschaue, Energie muss viel teurer werden, wir müssen unbedingt weg von dieser Energie, wir müssen Europa zusammenführen, wir müssen ein politisches Europa schaffen, wir brauchen viel, viel teurere Energiekosten und wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen, wir müssen unbedingt vom Konsum runter. Wie sollte das gehen, wenn wir sagen, wir wollen Milliarden Menschen auf der Welt und wir verbrauchen 3 oder 7 Erden, suchst dir raus. Wenn man sagt, wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen, das kann ich mit Sonntagsreden machen. Ja, oder ich nehme den Menschen die Ressourcen, damit sie überhaupt noch konsumieren können. Ja, wer viel Geld ausgibt, nichts mehr auf dem Konto hat, der macht keine Fernreise, der isst auch weniger Fleisch und macht auch andere Dinge weniger. Also geh mal davon aus, dass mit dem, was hier passiert, nicht jeder bitterlich weint und sagt, das ist ganz schlimm, was hier passiert, sondern der mal eine oder andere durchaus sagt, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn Deutschland mal industriell und wirtschaftlich auf dem Niveau von Frankreich ist, dann gibt es auch keine Diskussion mehr über ein vereinigtes Europa und wir zahlen nicht für die Franzosen und Italiener, sondern fragen wir vielleicht, ob die Spanier für uns was übrig hätten, übertrieben gesagt. Aber je näher wir aneinander kommen wirtschaftlich, umso einfacher ist es dann auch, den nächsten Schritt einer europäischen politischen Einigung zu gehen. Also auch aus dieser Sicht heraus ist nicht jeder böse darum, wenn Deutschland ein bisschen zurückkommt in seine Wirtschaftsleistung. Also die Frage ist, natürlich kann man das als Politiker nicht sagen, Freunde, wir machen das mal extra hier. Natürlich ist das alles ganz schlimm und der Putin ist schuld und alles kann keiner was dafür. Aber ganz, ganz kurze Nachfrage, ist aber schon eine steile These. Also es kann doch eigentlich auch kein Politiker jetzt Interesse haben, sich hinzustellen, wenn er es jetzt runterwirtschaftet, oder? Kann jetzt auch nicht im Interesse von Scholz und Co. sein. Ich sage nicht, dass sie es absichtlich runterwirtschaften, aber ich sage es an dem, was passiert, durchaus ein Interesse besteht oder durchaus man sagt, Mensch, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, was passiert. Ja? Da ist jetzt nicht, dass man Krokodilstränen drüber weint, sondern sagt, ja, eigentlich unser Long Run für das, was wir eigentlich brauchen, ist das gar nicht so verkehrt. Ob das als Herr Scholz oder Habeck spielt gar keine Rolle, aber ob die das sagen, ja, das würden wir gerne verhindern, wenn es ginge. Aber es gibt viele Leute in Thinktanks, die sagen, Mensch, das ist so, was hier passiert, ist doch gar nicht so verkehrt. Eigentlich kommt es doch unserem Ziel sehr, sehr nahe. Deswegen immer die Frage, welche Interessen wägt man gegeneinander ab, welche Ziele hat man eigentlich wirklich und dann auch die Frage, warum macht man dies oder jenes nicht? Ja, warum schalten wir die Atomkraftwerke nicht einfach an, wenn das doch das Problem ist? Und das ist die Frage, ja. Das fragen sich, glaube ich, viele. Nord Stream 1 und 2, ich habe das nie verstanden, aus der Leitung 1, die kommen alle aus dem gleichen Gasfeld in Russland, teilen sich dort, läuft auf 2 Röhren nach Deutschland. Aus der einen Pipeline nehmen wir das Gas gerne und gern noch mehr. Aus der anderen Röhre, die direkt nebendran liegt, aus dem gleichen Gasfeld kommt, da nehmen wir es auf gar keinen Fall. Dann verzichten wir lieber ganz drauf. Aus dem einen kommt gutes russisches Gas, aus dem anderen kommt böses russisches Gas. Das nehmen wir auf gar keinen Fall. Dann nehmen wir es doch lieber von den Menschenrechtsfreunden am Persischen Golf. Es ist alles so, ich sag mal, wenn man es in der Logik betrachtet, schwer nachvollziehbar. Aus der strategischen, geostrategischen Sichtweise sehr viel logischer. Aber wie gesagt, wenn man dieses Ziel am Horizont verschiebt, und das beantwortet deine Skepsis gerade, dann mag einem nicht gefallen, wo dieses Ziel steht. Aber man muss sagen, Moment mal, das, was ihr entscheidet, läuft auf dieses Ziel hinaus. Also entweder habt ihr dieses Ziel, dann müsst ihr sagen, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Oder sie treffen wirklich so viele schlechte und falsche Entscheidungen. In beiden Fällen müsste man hinterfragen, was sie da eigentlich tun. Dirk, dann wollen wir hoffen, dass unsere Interessen vielleicht doch in den kommenden Wochen noch ein bisschen mehr getroffen werden oder berücksichtigt werden. Danke dir. Danke, Mario. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, auch wenn ihr Dirk wieder sehen wollt. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir, Dirk. Alles Gute. Wir sind jetzt raus. Ciao.